Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, Sie treten ja hier gerne im Hohen Hause so als Moralisten auf. Ja, Ihre Vorwürfe an alle Fraktionen, da würden Scheinanträge gestellt, sind zahlreich. Naja, wenn Sie denn meinen, willkommen im Club. Sehen Sie, wir können uns ja gerne über Hartz IV Bundesgesetzgebung hier unterhalten. Und selbstverständlich steht es Ihnen frei, einen Antrag nach dem anderen hier im Landtag zu stellen zu diesem Thema. Aber es wäre schon nett, wenn Sie sich wenigstens so viel Mühe geben würden, das sachlich und fachlich fundiert zu formulieren. Ihren heutigen Antrag unterschreiben Sie nämlich mit Sanktionsverschärfungen im SGB II verhindern, meinen aber offenbar damit Ersatzansprüche bei sozialwidrigen Verhalten. Sie haben es ja eben erklärt, Herr Sommer, ich habe das wohl gehört, dass das für Sie gleichbedeutend ist. Aber im Gesetz wird es nun mal unterschieden und es gibt ja auch unterschiedliche Situationen, wo das eine oder das andere angewandt wird. Also, es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche Sachverhalte. Zugegebenermaßen sind sie oft gleichzeitig erfüllt. Wer sich weigert, sich auf eine Arbeitsstelle zu bewerben, muss mit einer Sanktion wegen Pflichtverletzung rechnen. Da aber wohl nicht nachweisbar sein wird, dass derjenige den Job auch wirklich bekommen hätte, ist hier Kausalität für die Schadensersatzforderung eher nicht gegeben. Sind wir uns einig? Okay, ich sehe es schon. Sozialwidriges Verhalten und gleichzeitig sanktionsbewehrt wäre allerdings zum Beispiel die Trunkenheitsfahrt eines Berufskraftfahrers mit der Folge, dass die Fahrerlaubnis entzogen wird und damit der Arbeitsplatz verloren wird. Sie haben das dieses Beispiel eben erweitert auf den Kraftfahrer, der alkoholkrank ist. Ich möchte hier auch betonen, dass es also in der Tat zu differenzieren ist. Wobei ich also auch in dem Fall glaube, dass es besser wäre, zumindest bis die Krankheit überwunden ist, die Fahrerlaubnis zu entziehen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es ist auch der Kraftfahrer, der nach einer Feier einfach betrunken ins Auto steigt oder in seinen LKW. Auch der handelt da schlichtweg fahrlässig in mehrfacher Hinsicht. Also tatsächlich kann die Ersatzpflicht, und da sind wir uns sicherlich auch einig, den Leistungsempfänger oder die Leistungsempfängerin wirklich empfindlich und hart treffen. Und oft wohl auch härter als die Sanktionen, insbesondere dann, wenn beides nebeneinander verhängt wird. Denn neben der Kürzung der Bezüge durch die Sanktionen müssen die Leistungen aufgrund der verhängten Ersatzpflicht zurückgezahlt werden. Unabhängig vom Fehlverhalten und wie man die Folgewirkung jetzt nennt, ist zu konstatieren, dass es sich immer um eine Kürzung existenzsichernder Leistungen handelt. Und für uns Grüne ist da die Haltung ganz klar, das lehnen wir ab. Gerade auch bei den Ersatzansprüchen wird es oft schwer sein, aus dieser Falle, aus dieser Schuldenfalle wieder herauszukommen. Was nun Ihre Einlassungen zu psychischen Beeinträchtigungen und physischen Auseinandersetzungen angeht, so halte ich nichts davon, dies einseitig den Beschäftigten in den Jobcentern anzulasten. Hier agieren immer zwei Parteien, denen es sicher mit den vielen Anweisungen nicht leicht gemacht wird, aber mit Ihrem Antrag ändern Sie da gar nichts. Denn wir reden über ein bestehendes Gesetz, was nun den fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit nach den fachlichen Anweisungen in den Jobcentern umgesetzt wird. Also der Zug, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, ist leider bereits abgefahren und Ihr Antrag ist nicht geeignet, hieran etwas zu ändern. Um das zu ändern, bräuchten wir neue Gesetzesinitiativen, die mit der aktuellen Bundesregierung leider nicht durchzusetzen sind. Bedauerlich. Mit mehr Grün in Land und Bund sehe ich da natürlich eine andere Chance. Ihren Antrag müssen wir leider ablehnen.